Paula und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mich dazu entschlossen, ein Adopt-Me-Video zu machen, weil ich weiß, sehr viele von euch mögen MM2 und eben auch Adopt-Me. Und ich mache Roblox-Content und ich mache sonst immer nur MM2-Videos. Und ich dachte mir, ihr mögt ja auch Adopt-Me, deswegen mache ich heute ein Adopt-Me-Video für euch. Und falls ihr euch gerade fragt, warum hast du so mega lange nichts mehr gepostet? Ja Leute, dazu gibt es auch eine sehr gute Erklärung eigentlich. Und zwar habe ich einfach mal kurz Pause gebraucht, ein bisschen Zeit. So, und Shorts sind halt auch sehr anstrengend zu machen, vor allem momentan. Ich habe halt momentan nicht so viel Motivation. Oh, mein Mikrofon fliegt gerade fast weg, sorry. Ich habe gerade momentan einfach nicht so viel Motivation und ich versuche jetzt einfach ein bisschen aktiver jetzt wieder zu werden. Ich weiß nicht, ob es ganz funktioniert. Ich versuche es auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt in dieser kleinen Mini-Pause Zeit für meine Freunde genommen zum Lernen, weil wir hatten jetzt einfach so viele Arbeiten. Also jetzt so der Sprint vor den Sommerferien. Wir schreiben so viel. Allein morgen wieder Musik und dann kommt dann schreiben wir noch Rallye, danach nächste Woche wieder Geo und dann noch, keine Ahnung, Latein, Englisch, was steht noch an? Ja, müsste ich jetzt kurz überlegen. Physik auf jeden Fall noch. Und wir haben heute gestern Deutsch geschrieben und heute Mathe und das ist einfach so verwirrend, so viel zu lernen. Und dazu noch Zeit für Freunde zu haben und noch ein bisschen für sich selber noch Zeit zu brauchen. Und ich kann nicht nebenbei auch noch dann jeden Tag YouTube-Videos machen. Das tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber bevor wir jetzt wirklich mit dem Video anfangen, grüße ich noch kurz drei Leute. Und zwar einfach Josie, Coco und Lana. Und falls du in meinem nächsten Video auch gegrüßt werden möchtest, dann schreibt doch einfach einen Kommentar in meiner Roblox-Gruppe. Also die hier, sie heißt Marie's Corn Cookies. Und dann schreibt einfach, dass ihr gegrüßt werden wollt. Und vielleicht seid ihr dann auch im nächsten Video dabei. Aber jetzt ist auch genug gelabert und los geht's mit dem Video. Okay Leute, hier ist auf jeden Fall jetzt schon mal Adopt Me. Also ich bin gerade reingegangen. Und wir gehen jetzt hier auf Play. Und ich wähle jetzt wie immer Elternteil aus. Und ja, ihr macht das ja wahrscheinlich auch immer. Ich spiele nicht so viel Adopt Me, muss ich sagen. Deswegen, ja, mein Skin. Okay. Auf jeden Fall habe ich hier gerade dieses Teil, dieses Tier hier, dieses Pad. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist dieses Dings. Capricorn. Also, ich zeige euch kurz mein Inventory, weil. Ja, also einmal das Capricorn, Legendary Fly Ride. Das finde ich sehr gut. Es gibt ein paar Sachen, die ich mal gerne traden würde, aber keine Ahnung. Übrigens, alles, was ich in meinem Inventar habe, habe ich von euch bekommen. Und ich bin euch deswegen einfach so dankbar, weil, Leute, wie viel habt ihr mir bitte geschenkt? Auch dieses Capricorn hat, glaube ich, auch gar nicht so viel. Also ist gar nicht so ein schlechtes Pet. Aber ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in dieses Geschenketeil und traden mal ein bisschen, ne? Okay. Hier sind auf jeden Fall gar keine Leute. Also. Hier ist ja keiner. Niemand. Hallo, Leute? Kann man hier nicht mehr so traden? Nee? Okay. Naja, dann würde ich sagen, wir öffnen hier mein Geschenk, weil ich habe gerade mir Lust. Also zuerst ein kleines oder ein großes. Oh, kurz Trade annehmen. Bei mir lag es gerade voll. Danach öffnen wir das. Okay, so ein Australian Kelpie. Fennec Fox. Gegen. Ach so, die wollen dafür Capricorn. Ich muss ja das. Ich glaube, ich muss das ja rausmachen, was ich traden möchte. Chill mal, ich trade jetzt das hier. Dieses Teil. So, Leute, wenn ihr dieses Teil jetzt hier traden wollt, dann ja. Genau. Okay, also jetzt öffnen wir auf jeden Fall kurz ein Geschenk. Und zwar das kleine zuerst. Ja, let's go. Mal schauen, was da drin ist, ne? Ich habe eine Pizza bekommen. Krass, Leute. Und jetzt schauen wir kurz, was im großen Geschenk drin ist, weil da muss auch was Cooles drin sein. Ein Disco-Ballon. Krass. Man kann damit fliegen. Oder beziehungsweise ganz so springen. Oh mein Gott, wie cool. Okay. Mich nervt gerade, dass dieses Roblox-Zeichen da oben nicht weggeht. Geht das? Ja, gut, es geht weg. Okay, das möchte irgendwie keiner haben. Natürlich wieder mein Capricorn hier raus. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall jetzt Nacht geworden und. Die wollen jetzt campen gehen. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber mein Tier-Pet will immer campen gehen. Und ich brauche jetzt hier Navigation, weil ich kenne mich nicht so gut aus. Ach, da hinten. Okay, jetzt weiß ich, oder? Das ist auf jeden Fall da hinten hinter dieser Brücke. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann muss dieses Teil auch noch schlafen jetzt. Hallo? Okay. Ich weiß, dass es beim Campen auch Zelte gibt. In den Zelten kann man dann schlafen. Das ist richtig schlau, Leute. Ich weiß das. Okay. Okay, hier sind wir jetzt einfach mal gerade beim Campen und ich nehme mal diese Teile mit zum Essen dann. Also so Leute, so wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall darf mein Tier jetzt kurz schlafen. Ja, genau. Übrigens, wisst ihr, was richtig schlau ist? Wenn man sich selber, also Leute, hier, wenn man sich hier selber klein macht, dann
kriegt man einfach doppelt so viele Bugs, weil man dann selber klein ist und für sich selber die Aufgaben auch erfüllen muss. Heißt, Leute, das ist so schlau. Also wenn ihr Adopt Me spielt und Bugs braucht, dann macht euch einfach selber klein. Weil dann habt ihr einfach so viel mehr Chancen. Zum Beispiel jetzt, also es muss halt noch, muss es nicht noch schlafen, das Teil? Schlaf doch. Okay, es schläft auf jeden Fall gerade. Also hier, mein Capricorn ist auf jeden Fall gerade am Schlafen. Okay. Weil dann, wenn ich klein bin, nächste Aufgabe kommt, dann kommt es für zwei Leute und das ist nämlich ganz gut. Okay, fertig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder in unser Haus. Dann kann ich einfach resetten. Dann bin ich auch schon da. Dafür mache ich mich aber kurz wieder groß. Oder nee, noch nicht. Weil es ist viel schlauer. Okay, ich zeige euch kurz mein Haus. Also, hier ist der Eingang. Ich habe jetzt hier einfach so ein Fenster hin gemacht. Und hier ist so ein Eingangsbereich, so ein rosa. Ich muss sagen, mit diesem Teil hier habe ich mich ein bisschen an Roblox Lara orientiert. Also Credits gehen für dieses Teil hier an sie. Für diesen Hundständer auch und für die Bäume eigentlich auch. Weil ich finde die Bäume aber so geil, Leute. Ja, hier ist auf jeden Fall das Bad. Und hier ist auf jeden Fall so ein Spiegel. Sieht man auch, wenn Tag ist, dann ist da ein bisschen mehr. Hier ist so ein Schminktisch. Da kann man sich drauf hocken. Und sich dann schminken. Hier, okay, die müssen auf jeden Fall gerade duschen. Also ich lasse meinen Capricorn gerade kurz duschen. Hier ist auch noch so ein Klo mit so einer Wand. Und ich fand die Wand eigentlich ganz cool, so beim Klo. Nur, jetzt muss ich auch noch duschen, weil ich habe gesagt, es gibt zwei. Dass dann beide Bugs bekommen. Also jetzt habe ich auf jeden Fall gerade schon fürs Capricorn, dass es geduscht hat, Bugs bekommen. Und jetzt auch noch für mich selber. Also habe ich jetzt anstatt 12, 24 Bugs bekommen. Das ist richtig schlau, Leute. Macht das auch, okay, vertraut. Auf jeden Fall, hier ist auch noch der Eingangsbereich. Habe ich aber schon gezeigt. Dann geht es hier weiter. Und hier muss ich eigentlich noch was hinbauen. Also hier ist halt so ein Fernseher mit irgendwelchen Bildern. Und dann haben wir hinten noch so ein großes Fenster, ein Sofa, so eine Musikbox, irgendwelche Bilder und noch so eine Lampe. Und die Lampe finde ich irgendwie geil. Also ich mag die irgendwie. Hier sind auch so Bäume. Und hier ist auch schon die Küche. Da habe ich auch nochmal so Bäume hin. Hier ist halt die Küche. Und ja, hier noch so ein Essbereich mit irgendwelchen Lampen. Lampen finde ich ganz toll in irgendwelchen Ecken. Hier ist auch noch so ein Wasserspender, ne? Das ist sehr praktisch, weil dann muss man nicht immer irgendwo hinlatschen. Okay, wir müssen gleich in die Schule, das machen wir gleich. Hier habe ich auch noch meine Poolanlage. Also hier unten habe ich halt so einen anderen Boden gemacht, weil ich fand den irgendwie besser für Pools. Und hier habe ich auch noch so einen Holzboden gemacht mit irgendwelchen Sofateilen und Liegen. Weil ich finde die Liegen irgendwie bequemer. Also auch mit den Palmen sieht es einfach cool aus. Und ja, genau. Sonst ist eigentlich alles ganz schlicht weiß. Ich muss es mal ein bisschen umbauen oder so, aber ich weiß noch nicht. Ich zeige euch kurz auch den Rest. Also hier oben ist halt dann das... Also Flur muss ich noch etwas ausbauen, aber das habe ich noch nicht gemacht. Auf jeden Fall ist hier das Kinderzimmer und ich finde das einfach so geil mit den... Hier kann man essen und trinken und hier ist noch so eine Teddybärbox und hier ist so ein Spiegel. Hier ist noch so ein Tisch. Und ja, genau, ich habe noch solche Steine und ein Bällebad. Das ist das Kinderspielzimmer vom Capricorn, also vom Pet. Und hier ist dann auch so ein anderes Zimmer, also eigentlich so Schlafzimmer oder so. Hier ist halt noch so ein normales Bett und nochmal so ein Kinderteil hier. Keine Ahnung, hier darf man nochmal so machen. Auf jeden Fall nochmal so ein Sofa, hier kann man schlafen. Und hier gibt es auch nochmal Essen und Trinken und ja, genau. Übrigens, Leute, ich bin momentan in meiner Roblox-Lara-Phase. Heißt, Leute, wenn ich mal auch so Häuser bewerten oder so, ich hätte darauf mal richtig Bock, okay? Also wenn ihr auch Bock darauf habt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid, weil dann mache ich mal so ein, ja, so ein Video mit Credits halt an Roblox-Lara. Und ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung für sie. Und ja, genau, wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Schule, weil mein Capricorn möchte jetzt in die Schule. Und wir sehen, machen wir das jetzt. Okay. Ich muss kurz die Schule suchen, weil ich bin etwas desorientiert in Adopt Me. Und deswegen, okay. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal und machen so eine Navigation, weil sonst finde ich das nicht. Ach so, das ist da. Ah, okay, jetzt ergibt es sogar Sinn. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade in der Schule. Oh, oh nein, ich bin wieder rausgelaufen aus der Schule. Nein. Jetzt muss ich wieder in die Schule reinlaufen, Mann. Okay. Okay, es gibt viele neue Aufgaben. Das Teil ist jetzt krank geworden, also mein Capricorn. Leute, mein Capricorn heißt jetzt Lia. Und ja, genau, wir sind beide krank. Oh, ich bin auch krank. Egal, mein Capricorn hat auch noch Durst. Wir gehen gleich zum Arzt. Ich nehme jetzt einfach so Wasser für Capricorn. Hier, trink. Perfekt. Dann sind wir noch kurz mit Schule fertig, weil das braucht ein bisschen. Weil dann kriegen wir nämlich beide Bugs. Hier, also ihr seht ja, das läuft bei uns beiden. Und wenn es halt voll ist, kriegen wir halt doppelte Bugs. Und jetzt gucken wir kurz
Ach so, die wollen alle das Capricorn haben. Es ist so besonders, Leute. Es ist so besonders. Ich weiß ja nicht. Aber, ne, du, ich denke jetzt nicht, ne? Okay. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt fertig und wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Weil wir sind beide krank, also das Capricorn und ich. Und deswegen müssen wir dazu hin. Ins Krankenhaus. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal da hinten. Das ist gar nicht so weit. Und ja. Ich finde es irgendwie lustig, wie ich gerade laufe, weil ich so klein bin. Und dann kommt dieses Riesenpad. Ja, aber Leute, macht euch auch klein. Macht euch auch als Baby, weil dann kriegt ihr einfach viel mehr Pets und so. Das ist sehr schlau. Wow. Hier kriegt man mehr. Ach so, jetzt bin ich aber wieder groß. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich muss wieder klein sein, Leute. Okay, wir machen die jetzt kurz gesund. Ja, jetzt sind wir beide gleich gesund. Perfekt. Leute, wir haben jetzt einfach, glaube ich, 200 Bucks in der Zeit schon bekommen. Was ist das hier? Was ist das hier? Da kommt man so Tickets. Was machen wir mit den Tickets? Leute, was macht man mit den Tickets? Ich kaufe die mal. Ich weiß nicht ganz, was die bringen, aber egal. Egal, egal, egal. Okay, das Teil hat jetzt auch noch Hunger. Ein Capricorn. Wie wär's mit Marshmallows? Super. Marshmallows schmecken ihm anscheinend. Ja, sehr lecker, sehr lecker. Super duper. Okay, wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder in das Geschenketeil. Genau. Mal schauen, ob hier jetzt ein paar Leute... Natürlich ist hier wieder kein Mensch. Warum nicht? Leute, warum ist hier nie jemand? Egal, egal, egal. Dann gehen wir jetzt in unser Haus. Wenn hier keiner kommt, dann... Okay, mein Teil hat jetzt auf jeden Fall wieder Hunger, mein Capricorn. Deswegen gehen wir jetzt mal hoch. Aber hier habe ich so ein geiles Teil. Und da kann es jetzt einfach kurz fressen. Und ja, das ist einfach so schlau, Leute. Es ist so schlau. Okay, ich habe gerade so eine Einladung zur Party bekommen. Mal schauen. Trading Home for a Cuckoo. Was? Ja, egal, wir gehen da mal hin. Okay, Leute, wir gehen da jetzt mal hin. Okay, wir gehen da doch nicht hin, da muss man hin. Ich dachte, da wird man hin teleportiert, aber irgendwie doch nicht. Irgendwie bringt das gerade nicht so viel. Warte, ich muss ihm was geben zum Essen. Ich muss kurz gucken, ob ich hier noch was zu essen irgendwo habe, weil hier habe ich eigentlich auch noch was. Was soll man essen hier? Oder trinken? Ja, trinken hilft. Okay, zum Essen muss ich kurz was holen aus der Küche hier. Aber habe ich da überhaupt was? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nochmal hier Marshmallows. So, komm her. Danke. So, jetzt ist das Teil erstmal was und genau, fertig. Super. Oh, ich habe auch noch Hunger. Das steht da. Leute, ich muss mich auch noch selber füttern, ne? Weil sonst passt es nicht. Okay, super. So, wir spielen schon tatsächlich seit 11 Minuten Adopt Me. Das kommt einem gar nicht so rüber, aber okay. Was ist das für ein GPS? Nein. Okay. Dann würde ich mal machen das kurz weg, das Teil. Mache mich kurz wieder groß. Okay, Leute. Jetzt bin ich so langsam. Ich war gerade so schnell, jetzt bin ich so langsam. Okay, Leute. Das war es auf jeden Fall wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, genau. Ich bin jetzt fertig mit Adopt Me spielen. Ich weiß, ich habe vieles wahrscheinlich nicht so ganz richtig gemacht. Ich kann kein Adopt Me spielen, Leute. Es klappt einfach nicht so gut. Und ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich noch sagen soll. Deswegen würde ich jetzt auf einmal sagen, ciao, Kakao.